Moin moin meine Lieben und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Und wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind immer noch im Konvent unserer Dame mit dem verbrannten Antlitz. Welch lässig kurzer Name. Und ja, versuchen mal hier weiterzukommen. So, wir haben jetzt hier einiges ja schon bereinigt. Also wir können jetzt erstmal rüber, hier weiterkommen. So, ein bisschen zurück. Also hier und dann mal geklärt. Jetzt gehen wir nach oben und klären da nochmal die Welt, ne? So. Mal die Karte gucken. Ich kann auch hochgehen. Ist nicht so. Gut. Ach, wenn wir da reinrennen will. Oh nein, ey, hab ich nicht aufgepasst. Das war ja bescheuert. Das war wirklich dumm, ne? Gut, dass wir jetzt eine Abkürzung hier nehmen können. Gut, dass ihr dabei wart. Ich wieder hier geloost habe, aber egal. Wir haben ja schon fast alles freigespielt hier, deswegen brauche ich eigentlich gar nicht mehr so weit gehen. Wir sind nämlich schon fast hier vorne, wo wir gestorben sind. Noch oben links gehen? Oder muss ich unten links gehen? Ich muss unten links gehen, ne? Am Axt. Die sind einfach nur dumm. Die machen auch keinen Spaß. Ja. Ach Mann. Reicht's aber auch mal. Wie mein Move nochmal geht. Vergessen. Wieder umtreffen? Kann man nicht so richtig gut treffen. Wieder da an der gleichen Stelle. Jetzt müssen wir nochmal hier weitergehen, weil dann gebe ich ja nicht alles. Alles. Ah. Eine Kugel, okay. Fingerlied von Miriam, den der Rätin. Ich habe keine Lust, das alles durchzulesen, muss ich zugeben. Aber das sind lustige Geschichten immer. Aber ich finde auch, man kann noch ein bisschen mal vorankommen. Jetzt sind wir hier, also von der anderen Seite gekommen wären. Da oben sind auch welche. Oh Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Ist er ernst? Es ist doch nicht sein Ernst hier. Oh geil, da haben wir richtig viel Leben verloren hier bei diesem Scheiß. Aufpassen hier. Oh. Bin aber nicht, okay.
gut, da kommen wir auch noch rüber. Warten wir kurz. Obwohl, den hätte ich auch noch geschafft. Mist. Mittelgroße Perle aus rotem Wachs. Gut. Jetzt haben wir auch alles hier. Jetzt können wir eigentlich theoretisch nach links erstmal gehen. Wo ich sehe, wir haben da einen Bereich noch nicht ganz ausgedeckt. Och. Na ja, den machen wir gleich nochmal. Ja, warte mal. Ist hier oben, waren wir hier nicht schon? Ne, warte mal, ich habe eine Idee. Guck mal hier, ist noch was? Okay. Okay, sind wir hier oben angekommen. Okay, gehen wir oben mal weiter. Ich kann unsere Herren in diesen Mauern spüren. Ich spüre ihre Wärme, denn ihr Gesicht brennt. Noch immer einmal eine Mahnung an die Opfer und der Unsrige. Der Schmerz, die Kälte und das Brennen sind unsere Regel. Ja. Getrocknete Blumen von Tränen durchdrängt. Okay. Blütenblätter des Olivenbaumes vom Frost konserviert. Wahrhaft bittere Tränen findet in ihren völligen Verfall. Nun sind sie ein niemals gemachtes Angebot. Verloren im Schnee, bevor es das Grab des Heiligen erreichen konnte. Ach, guck mal, ich kann speichern. Das heißt ja wahrscheinlich, dass hier vielleicht in der kommt gleich ein Boss oder irgendwas anderes, ich weiß nicht, wir gehen mal dahin. Ja, sie fragt, ob sie mit kann. Wir lassen sie erstmal da stehen. Erstmal ohne. Und wenn er kommt, bin mal gespannt. Wackelt schon wieder hier. Oh. Oh. Ich hab nur den Kopf hauen. Oh. Okay. Oh, kann ich nicht blocken? Oh. Nein! Kann man nicht blocken. Ich kann zurückschleudern. Wie cool ist das denn? Leben natürlich. Okay. Aber okay, man hat eine kleine Taktik, kann man sich da raussuchen, glaube ich. Wir gehen nochmal rein.
weiß nicht, wie gut die Taktik sein kann, aber ich bin's trotzdem mal. Ah, perfekt. Kann ich direkt da rausrennen? Nee, schade. Oh, ah, Mist. Ah, ist doch. Das ist gemein. Kommt schon. Nein! Okay. Nicht so einfach wie gedacht. Nicht so einfach wie gedacht.
erwischt den Sack, ey. Spast. So. Aber echt glücklich, dass der noch da unten war, oder? Wäre es echt ärgerlich gewesen. So, Recrime Aternum. Perfekt. Wie durch, ne? Super. Noch gelegt, das Arschding. Gucken, was der uns zu sagen hat hier. Und los geht's dahin. So, das müsste der dritte gewesen sein. Mehr, glaube ich, gibt's da ja nicht. Also, beziehungsweise die drei, um dann weiterzukommen. Rennen wir mal hin zu ihm. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, may the gold in my visage melt and erase the compunction of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Heilige Wunde der Gewissensbisse. Sehr gut. Perfekt. Oh. Passiert hier was? Cool. Goldener Fingerhut gefüllt mit brennendem Öl. Bringt uns was? Goldgeschmückter Fingerhut mit einer Inschrift, die lautet: Nur kaltes Gold kann das Öl der Erlösung bergen. Okay. Ja. You have been allowed to behold the visage of compunction. Penitent one in silence. After bowing before the holy custodian visages, the door at the end of the Bridge of Calvary has been opened. Yes! Traverse now its threshold under the strict eye of His Holiness. We penitents carry such guilt that perhaps the affliction is giving us a second breath. But be wary. Amongst prayers, it might silently come creeping to us one day. Lange leider. Ach, da geht's da runter, okay. Gehen erstmal hier weiter. Dies. Die Tugend von Mea Culpa ist erschienen. Guck mal, hier. Jetzt geht's doch ab. Also für 2000 können wir inbrünstiges Blut. Heilige Technik, die den Werker von Mea Culpa dazu befähigt, mittels Schnitten seiner Klinge der eigene Blut zu segnen und das Schwert zu einer Wurfwaffe zu wandeln. Okay. Wollen wir. Das hier? Okay. Perfektioniert die Ausfallschritte und nutzt den Ausweich noch besser. Der drüben nehmen wir auch mit. Der Büßer führt einen Schlag nach oben als Kombo-Abschluss aus. Noch 7000 ist scheiße. Okay. Kriegen wir natürlich nicht hin. Sehr gut. Aber machen wir mal kurz mit. So gut, Leute. Gut, das heißt, wir müssen über diese Brücke rüber. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Verbeuge mich und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.